herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Elektronikblog. Das heutige Video ist der vierte Teil vom Roboter-Selber-Bauprojekt. Dann würde ich sagen, los geht's nach dem Intro. So, ich habe mir hier so Aufsätze für den großen Servo gekauft. Da oben kommt der große Servo dran. Und da unten dann das 3D-Objekt in meinem Fall. Ich packe das mal aus und hier kommt dann eben etwas dran geschraubt und da der Motor wird dann mit dieser Schraube hier befestigt. Das passe ich jetzt mal da schnell in die 3D-Objekte ein und schraube es fest. Und hier ist jetzt ein ganz großer Servo. Das ist echt der größte, den ich bis jetzt gesehen habe. Da bereite ich jetzt das vor, bohre noch mal die Löcher auf und schraube den da fest. Und so sieht dieser große Servo aus. Den habe ich jetzt eben ans 3D-Objekt festgeschraubt. Und für diesen Servo sind eben diese Teile, die was ich euch vorhin gezeigt habe. So. Jetzt muss ich die noch testen, wie sich der bewegt. Habe ich als angeschlossen und... Wie ihr seht, funktioniert der. Jetzt habe ich da noch ein paar Sachen eingestellt und dann geschaut, wie er stehen muss, wenn ich es dann festschraube. Und jetzt habe ich mir da die Hand geholt und an dem ganz oberen Motor, damit sich die Hand nochmal drehen kann, habe ich dieses Teil da festgeschraubt. So, und dann da dran nochmal diesen anderen Servo. Und hier habe ich mir eine Holzplatte genommen, da die Löcher reingebohrt und schwarz angesprayt und dann noch so ein 3D-Objekt, was ich selbst entwickelt habe, also entworfen habe, da angesprayt und jetzt schraube ich das da fest, weil da dran kommt dann der Motor, den ich hier jetzt schon anpasse, also die Löcher anpasse, dass da die Schrauben durchpassen und alles, und jetzt schraube ich den Motor daran fest. Und da dran kommt dann die komplette Hand, also das trägt dann die komplette Hand. Und dafür habe ich mir so einen Ständer gebaut, wo dann diese Holzplatte drankommt mit dem Motor. Habe ich ein paar Schwenks gemacht. Also unten ist einfach so eine große Platte. Und die sollte ja rutschfest sein, aber ich sollte sie trotzdem bewegen können, falls ich das muss. Und da habe ich mir da so Stelzen genommen. Also die Räder da sind in der Luft. Die Stelzen habe ich nur mit Dübel befestigt, das heißt, die könnte ich auch jederzeit wieder wegmachen. Und hinten habe ich einfach jeweils ein normales Rad, also insgesamt zwei hinten. Und wenn ich das jetzt vorne anhebe, kann ich es ganz einfach rumschieben. Und wenn ich es wieder abstelle, dann steht das wieder gut. So, und da dran schraube ich jetzt das Holzbrett. So, hier habe ich mir erstmal so eine Schraube. Also es ist eigentlich keine Schraube, sondern eigentlich nur eine Gewindestange mit zwei Muttern dran gesteckt. Und das kommt dann eben an diesen Steher. Noch schön festgemacht und jetzt kommt die Hand und die schraube ich jetzt da auch noch fest. Erstmal Schraube aufschrauben und dann dran schrauben.
gar nicht. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und im nächsten Teil werden wir die Elektronik einbauen, damit sich der Arm dann auch bewegen kann. Wenn ihr diesen Teil nicht verpassen wollt, abonniert doch mal den Kanal. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.